Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntagabend. Heute, 24.09.23. Mein Name ist Nazila Jafari. Heute mit einem kurzen Marktupdate am Sonntag. Falls dich interessiert, dann bis gleich. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen erkältet bin. Trotzdem wollte ich mit euch da sein und noch einmal mich bedanken. Solche Menschen seid ihr und ihr motiviert dermaßen, dass ich sogar heute mit Erkältung da sitzen möchte, freiwillig da sitzen möchte. Ich danke euch für die wunderbaren Kommentare unter letzte Videos und auch was ihr mir in Instagram geschrieben habt. Vielen lieben Dank, meine Lieben. Ich kann mich nicht genug bedanken. Ihr seid, wie gesagt, die Kraft, dass ich heute da sitze und da bin. Wir gehen direkt zur Sache, zu unserem Update. Letzte Woche haben wir am Sonntag gesprochen, als unseren lieben DAX ungefähr hier oben stand im Bereich 16.140 und 16.070. Wir haben genug darüber gesprochen. Ich habe extra diesen grünen nochmal so belassen, wie es in anderen Updates ebenso sozusagen bekannt seid. Wir haben dann gesehen, wir haben darüber gesprochen, darunter wird der Markt dann Fahrt aufnehmen. Und wir haben gesehen, die beiden Markierungen, sowie grün als auch orange, also als Achtung, Bereich in diesen kleinen Bereich. Was haben wir gesagt? Also, wenn der Markt da drunter bleibt, wird Fahrt aufnehmen. Ihr seht, dass der Markt erst einmal in den orangenen Bereich einmal einen Abprall gegeben hat. Dennoch genau da drunter unter die 15,960, 70 dann geblieben ist und doch noch die Fahrt nach unten aufgenommen hat. Genau so bis wohin? Wie sagt man, einen von meinen lieben Trader tausendmal berührt, nichts passiert und jetzt wird es gefährlicher. Jetzt wird es gefährlicher, wie weit? Genauso, es hat sich letzte Woche nur fortlaufend bewegt, so wie wir eigentlich gedacht und besprochen haben, also nach unten. Das heißt, gefährlicher wird es ja für die Investoren, nicht für die Trader. Für die Trader ist das, wie gesagt, eine wunderbare Chance nach oben und nach unten, besonders diese Seite zu traden. Ich habe letzte Tage ein paar Mal auch Nachrichten erhalten, dass Seitwärtstrend viele Leute belastet hat. Ja, Seitwärtstrend, wie gesagt, belastet allen. Allen, die keinen Plan haben. Auch die Trends können allen belasten. Siehe Anfang 22, Ende 21. Ich habe genug da geschrien. Jeder hat gemeint, wieso so viele Videos über Short Selling? Weil der Einzige, der über Short gesprochen hat, ich war. Alle anderen wollten ja sehr, sehr, sehr gerne immer noch in den Abwärtstrends, die wir Anfang 22 gehabt haben, immer noch zum Long einladen. Und wir wussten und wissen, kein Depot der Welt kann diesen, besonders im kurzfristigen und mittelfristigen Bereich, diesen Abwärts aushalten. Vor allem, meiner Meinung nach, ist absolut bescheuert, wenn man weiß, dass diesen Abwärtstrend kommen muss, also Mussziele kommen müssen, dann macht es keinen Sinn, dass man einmal mit dem Markt runterläuft und dann wieder nach oben läuft. Das macht überhaupt keinen Spaß, also keinen Sinn. Man kann die Strecke mehrfach verdienen, genauso so wie in einem Seitwärts der Fall ist, wenn du weißt, wo oben und wo unten ist. Ich hoffe, dass es jetzt mit fortlaufenden Videos, drückt mir mal zumindest mal die Daumen, dass es geht, dass ein bisschen mehr wisst, wo oben und unten sind, dass ihr euch damit ein bisschen nach, zumindest mal, wenn ihr ein bisschen mein System vertraut, auch mitläuft. Wir haben jetzt zurück zu dem letzte Woche, wir haben in diesem Bereich
besprochen. Der DAXI durfte immer noch bis 16.200, 300, also in diesem Bereich immer noch laufen, vorausgesetzt, der läuft nicht darunter und bleibt nicht darunter. Das heißt, das ist jetzt der Killer-Argument. Wenn das gemacht hat, dann wird bis zu dem Trend fortlaufen. Wir haben letzte Woche auch gesprochen, was ist jetzt gefährlicher, dass eben einen mindestens ein False Break gibt nach unten. False Break heißt, dass dieser Trend, der seit Monaten mein Best Friend ist, nach unten bricht und sofort wieder nach oben erobert werden kann. Dann heißt es ein False Break bzw. ein falscher Ausbruch. Das ist in der Fall für die Investoren der Bestfall, aber wenn nicht der Fall ist, dann wird es ein Impuls bilden und ein Impuls kann ordentlich gefährlich sein. Das heißt, die gesamte Big Picture Trends, die wir in der letzten Woche besprochen haben, nämlich diese hier, dann wird diese gesamte Trend circa ein bisschen mehr gefährden. Okay, jetzt bleiben wir erst einmal bei False Break. False Break bedeutet, dass wir nochmal, also erstens bis zum Bereich 15.400, 500, maximal 15.450, also das sind die Trendbereiche, dass sie da anhält, also dass der Markt da anhält. Gut, es ist noch nicht mal False Break passiert, so richtig. Also, der darf der maximal immer noch bis 15.380, 50. Ich setze mal eine neue Linie für euch, also live. Ja, so ungefähr. In diesem Bereich konnte es immer noch ein False Break kommen. Das heißt 15,3, 70, 15,3 maximal. Und sofort der Markt dann wird wieder über diesen grünen dann nach oben gehen. Also vorausgesetzt Montag und Dienstag. Also wenn wir Montag einen Gap sehen, also einen Gap Down sehen, dass diesen Bereich bricht und sofort in diesem Bereich anhält und wieder nach oben läuft, dann war einen falschen Ausbruch. So, und wenn darunter dann bleibt, das ist genau diesen Bereich, der die ganze Zeit gehalten hat, also zwischen diesen beiden Bereich, dann wird es genauso passieren wie hier. Das heißt, der Markt geht da durch mit einem Gap. Dann wird es nochmal hier halten und dann die Gefahr für einen Impuls-Down wird ganz groß werden. Impuls-Down haben wir in der letzten Video, habe ich noch einmal hier jetzt für euch hier oben den Link reingestellt. Könnt ihr gerne anschauen, denn Impuls-Down kann ohne Problem bis zum Bereich 15.170, 15.70 bzw. 14.000 960 mindestens laufen. Das ist dann mindestens. Also das ist der Bereich, der noch gar nichts passiert ist. Das heißt, der große Trend wird nicht mal hier so großartig verletzt werden. Dann, naja, also können wir aber immer noch mehr Schaden haben. So, also das ist erst einmal den False Break. Das ist ganz wichtig für euch zu wissen, falls irgendjemand dann Checkliste hat. Checkliste, was ist eigentlich eine Checkliste, weil sehr, sehr oft gefragt wird. Ich habe in viele, viele, viele Videos für euch natürlich besprochen, was eine Checkliste ist. Eine Checkliste besteht aus vielen Modulen, die ihr diese Module, die ihr kennt, die ihr ganz genau versteht, wie zum Beispiel eine Öllampe im Auto, was ihr kennt und wisst, naja, manche Frauen nicht, aber wenn ihr wisst, diese Öllampe ist jetzt rot, dann müsst ihr wissen, was müsst ihr checken. Und diese Module muss immer wieder im Bereich der Einstieg sowie Ausstieg gecheckt werden. Und zwar ganz klar und ganz sorgsam. Wenn ihr das nicht macht, besteht die Gefahr, dass ihr falsche Investitionen eingeht. Das heißt, die Checkliste ist nicht, naja,
Ich habe mein Handy ausgeschaltet. Das ist keine Checkliste. Checkliste bedeutet, wie gesagt, feste Module, die ihr mit festem Regelwerk checken müsst. Ob das passt, zum Beispiel, ob hier angenommen der Markt kommt im Bereich 15,370. Okay? Ob jetzt einen Long nach deiner Checkliste auch okay ist oder nicht. Da muss es mehrere Dinge in diesen Liste muss für Long sprechen. Ansonsten darfst du es nicht machen. Also wenn du so eine Checkliste besitzt, dann ist gut. Ansonsten warte doch, wenn du das nicht hast. Also wenn du nicht zu meinen Absolventen zumindest mal und Trader gehörst, dann warte bitte, dass der Markt nochmal sich stabilisiert hat über diesen Bereichen und um nicht einfach solche Tricks von dem Markt einfach dann reinzufallen. Okay, also die Gefahr noch einmal. Also erstens, der Trend bleibt und bleibt und bleibt. Dann haben wir es. Das ist nichts passiert. Also wenn nach Freitagabend genau diesen Trendbereich hält und Montag, Dienstag nichts passiert, dann haben wir erst einmal wieder keinen Bruch der Trend gab. Ich rede für den Fall, wenn ein Falls kommt, das ist ganz wichtig, dass die nicht wieder alle genau da unten erst wieder nervös werden. Hätte man oben nervös werden müssen. Wie gesagt, man shortet oben und longt unten und nicht umgekehrt. So, für einen Fall, wenn der Trend hält, für diesen Fall, was machen wir? Dann müsst ihr, wie gesagt, die Checkliste prüfen am Montag bzw. seit Freitagabend, ob eine Hedge-Position in diesem Bereich Sinn gemacht hat. Ich habe seit letzten 2 Wochen, 3 Wochen schon, gehe ich mit meinem Absolventen genau diese Training durch. Was macht man, wenn der Markt immer gefährlicher wird in einem Bereich? Und trotzdem, wir hatten diesen Bereich gehabt, trotzdem muss ich gewisse Absicherung mein Depot machen. Das heißt, ich bin in einem Short-Position noch drin, habe meine Short-Position abgesichert, so wie ich euch auch im Instagram letzte Woche geschrieben habe, dass ich auch meine Nachkaufposition genau von letzte Woche, vorletzte Woche, bevor ich den Sonntag-Update gemacht habe, von diesem Bereich eingegangen bin. Ich habe meine Position abgesichert und ja, dann ist das die Situation. Okay, das bedeutet, ich kann mir den Verlauf des Marktes in Ruhe anschauen. So, jetzt kommt die Situationen wie hier, dass du sagst, ich muss trotzdem in diesem Bereich longen. Was mache ich? Mit welchen Instrumenten? Ich habe die Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit ist verdammt hoch, dass das in diese Richtung noch einmal geht. Falls du die hast, dann, wenn deine Checkliste eben immer mehr auf grün zeigt, immer mehr zeigt, hier wird die Wahrscheinlichkeit wieder groß. Es ist Trend, es ist dies, es ist das, die jetzt zu weit führt, wenn ich hier darüber erzähle, vor allem verstehen nur meinen Absolventen, was passiert? Dann musst du Instrumente auswählen von diesen Instrumentenwelt, die wir haben an der Börse und können wir mit minimalen Risiken maximale Erfolg hier rausholen. Minimale Risiken, maximale Erfolg. Das ist dann, wenn du in einem Bereich bist, die du trotzdem machen musst. So, darüber werden wir garantiert in irgendwelche Videos reden. Habe ich schon in YouTube-Videos darüber gesprochen. Es ist Blödsinn, dass man sagt, zum Beispiel diese K.O.-Scheine oder K.O.-Scheine gefährlich sein sollen. Gefährlich ist immer alles für diejenigen, die keine Ahnung von nichts haben. Es ist immer gefährlich. Gefährlich sind genauso auch die Aktien. Genauso sind die ETF gefährlich. Alles ist gefährlich, weil gefährlich. Fonds sind viel gefährlicher als alles andere. Du investierst ja seit Jahren in irgendwas, der dir keinen einzigen Performance unterm Strich gebracht hat. Dann musst du endlich mal wach werden und sagen, ah, ich höre auf mit der Börse und gehe von mir aus, ich habe viele Leute am Telefon gesagt, kauf dir Rasenmäher vor dem Sommer und es ist billiger.
bevor der Hochsommer kommt und geh Rasen mähen. Die Zeit, die du nutzt, die wirst du viel mehr Geld verdienen, wieso an der Börse agierst. Das kommt nichts dabei raus und deine Lebenszeit ist viel wertvoller. So, also solche Bereichen kann man, wenn du die ganz klar für dich sagen kannst, von hier bis da maximal, so wie ich in der letzten Video gesprochen habe, von da bis da maximal, darunter wird dies und jenes, dann kannst du entsprechenden bitte Instrumente wählen. Wenn du Maximalen kennst, dann ist es gut. Dann kannst du ja auch den maximalen Risiko anwenden und darüber bleiben. Okay? Wenn du hier die Maximalen weißt, dann ebenso. Gut. Für den Fall, wie gesagt, dass diese Trends halten, dann ist nichts passiert. Immer noch nichts, wie ich im letzten Video gesagt habe. Es wird nur gefährlicher. Gefährlicher heißt, bei einem Freitagabend, dazwischen ist ja, Samstag, Sonntag. Und was machen wir, wenn Montagmorgen, ob das um 0 Uhr ist oder für viele Leute 8 Uhr, dass die Börse beginnt, dann mit einem Gap Down aufmachen. Gut. Wenn das hält, dann ist es wieder einmal wichtig. Wir müssen über 15,70, 15,8 gehen, also diesen orangenen Bereich, genauso da bleiben, so wie der Markt hier zumindest mal ausgetrickst hat, aber dann Impuls bilden nach oben. Wie gesagt, im letzten Video habe ich oft genug darüber gesprochen. Ansonsten sind wir in diesen Gefahr drin. Gefahr einen False Break sind wir immer mehr drin. Achtet bitte darauf, False Break mindestens oder eben Impuls. So, das ist jetzt unsere DAX. Ich hoffe, ich habe hier genug darüber gesprochen. Also False Break Bereich bis 15,370, maximal 15,3 und darunter möchte ich dann nicht mehr False Break zumindest mal erstmal nennen, außer der Checkliste dreht. Gehen wir mal ganz kurz zum Nasdaq-Markt. Nasdaq habe ich letzte Woche Sonntag auch darüber gesprochen, wo wir hier oben waren. Hier der kurzfristige Mauer und diesem Bereich ist der grünen Mindesttrend. Bei einem False Break nach unten würden wir den Bereich 14.400, einen Moment muss ich nochmal gucken, 14.450, richtig, bis maximal 14.250, wobei das ist für mich dann wieder schon fast zu viel für einen False Break, ehrlich gesagt. Für eine Korrektur sollte unsere Nasdaq zwischen 14,9 und 14,7 halten. Letzte Woche habe ich gesagt, die Gefahr wird groß, dass wir nochmal diesen Bereich testen. Haben wir, sind wir schon da. Und am Montag, Dienstag, falls Nasdaq in diesem Bereich bricht, dann ist das der Bereich bis 14.450, 14.400. Das ist für mich, ehrlich gesagt, das ist für mich dann der Bereich, den ich False Break noch nennen darf. Also darunter wird es schon happig. Ja? Das heißt, die Gefahr wird ja immer noch größer. Dennoch kann, darf immer noch, wenn das schneller wird, dann darf es. Gut. Ansonsten, diesen Bereich ist nach wie vor im Nasdaq wichtig. Sehr wichtig. Also halten wir bis zum Bereich 14.9 bis 14.7 ist alles noch im grünen Bereich, wie der Nasdaq noch zeigt. Also es ist eine schöne Korrektur für Trader, eine wunderbare Welt, die das wieder einmal mitnehmen könnten, so wie Short, wie Long und wieder eine gute Short-Bewegung. Und ab hier können Sie dann entsprechend schauen, Checkliste anwenden. Falls für dich, wie gesagt, wenn du nicht meinen Absolventen bist, dann bitte setze dir zumindest mal die Sachen, die für dich reproduzierbar sind. Reproduzierbar sind für mich gar keine Indikatoren. Indikatoren kannst du nicht reproduzieren. Indikatoren zeigen in einem Trend oder in einem Seitwärtsbewegung einen Schwan an.
Also die zeigen, ja, das hält erst nachdem der gehalten hat. Die Indikatoren zeigen immer hinterher, was Sache war, niemals vorher. Und wenn das ist, wenn zufällig so ist, dann ist Zufall. Dann kannst du, glaube mir, Münze werfen. Münze hat 50-50 Chancen. Das ist reproduzierbarste Wahrscheinlichkeiten der Welt. Das ist Münze werfen. Schwarz oder rot, okay, also Kopf oder Zahl, das ist Münze werfen. Bei Indikatoren ist leider wie eine Casinotisch, das ist nicht 50-50, weil da die Null gibt, also weil da den Seitwärtstrend gibt, weil da die Fehlsignale gibt. Du kannst nicht auf die Indikatoren reproduzierbare Erfolg setzen. Gewinnst du mal, verlierst du mal alles. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, kein Beruf. Wenn ich die ganze Monat arbeite, dann will ich am Ende des Monats eine Auszahlung haben. Das ist ein Beruf, das ist ein reproduzierbarer Erfolg, den man damit rechnen kann. Alles andere ist für mich, ehrlich gesagt, kalter Kaffee. Deswegen sage ich zu Indikatoren, kalter Kaffee. Jeder von euch hat es genug erfahren. Manchmal seid ihr ein Egoist und wollt ihr es nicht wissen, beziehungsweise man verkauft euch wieder mit Bling Bling und nochmal Veranstaltungen und nochmal Veranstaltungen diesen Schmarrn und ihr glaubt Indikatoren. Also, wie gesagt, ich sage es ja immer wieder, man glaubt eher, ich bin blöd und kann es nicht. Die Indikatoren haben hinterher gezeigt. Nein, die zeigen immer hinterher. Also sei bewusst. Gut, von der Aussage nochmal zu der Sache. Ich habe extra betont, weil ich versprochen habe, in dem Video würde ich ein bisschen darüber erzählen, hoffentlich mehr in den nächsten Videos zumindest mal zeigen. Aber bleiben wir bei der Sache in den Trendbereich 14,7. Ganz wichtig, in einem False Break bis 14.450, wenn diesen Bereich hält, dann brauchen wir wieder Nasdaq über 15.150 stabil, genauso wie hier. Also wir brauchen einmal über diese Sache und nochmal Nasdaq ein bisschen positive Luft geben zu können. Ansonsten ist er in diesem Gefahrbereich drin, was ich letzte Woche angesprochen. Diese Woche seht ihr das Resultat schon und bin echt sehr gespannt, was nächste Woche uns bringt. Ich hoffe, dieses Video hat dir was gebracht. Ich danke euch noch einmal für euren wunderbare Sätze, für eure wunderbare Kommentare. Lassen wir uns zeigen von dem Markt. Ich versuche auch mit Instagram und Co. bei euch dabei zu sein. Wenn es mir gelingt, wünsche ich euch eine super coole Woche und sehr erfolgreiche Woche. Alles Liebe der Welt, eure Nasila.